Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Level 26. Müssen wir bloß noch 10 Levels. Oh mein Gott. Oder 7 Level? Ne, 12 Level? Egal, mit Level 26. Ich meine, wir kriegen noch unsere erste Fähigkeit mit Level 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, nee, 10 Levels haben wir. Jetzt fangen wir mal mit dem Spiel beginnt Level 1 oder Level 0? Weil eigentlich, wenn man Level 1 ist, bekommt man ja erst mit dem Level 2 den ersten Punkt. Das heißt, man müsste, um alle voll zu bekommen, Level 37 sein. Aber eben, man ist fertig, wenn man Level 36 ist. Das heißt, man startet mit Level 0. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich müsste mal wieder öfters einen neuen Account beginnen. Ich habe ja nur schon 20.000. Naja. Ich will ja jetzt ein Experimenten. Okay, wir fahren los. So halt. So, rechts ist frei, links ist auch frei, sehr gut. Ich finde eine neue Route. Dann finde sie leider. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, nach 1000 Kilometer müssen wir in 3 Folgen geschafft haben, ne? Wir können noch einmal schlafen. Das heißt, ich würde direkt in, naja, ich sag mal 5 Stunden ins Bett gehen. Ja gut, dann müssen wir sowieso ins Bett. Bitte links halten. Naja, dann können wir am nächsten Tag vielleicht etwas mehr den Tag ausnutzen. Ich meine, es ist jetzt so 18 Uhr. Und dann 19 Uhr. Wenn wir in 6 Stunden pennen gehen, dann haben wir also ungefähr, ich sag mal, naja, also 20 Uhr sind mindestens, 0 Uhr. Und wäre es also wenigstens nächstes Mal 9 Uhr, spätestens 10 Uhr. Das heißt, die nächste Wachphase werden wir dann tatsächlich mal am Tage erleben. Immer geradeaus. Oder denke ich gerade falsch? Ey, doch, müsst ihr noch. Weißt du, müsst ihr ungefähr hinkommen. Naja. Bitte links halten. Das heißt, wir werden unsere Schlafmöglichkeit suchen, sobald unsere Restzeit für die Strecke, also die Streckenzeit auf, na, ich sag mal, unter 11 Stunden fällt.
Bitte links halten. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wo denn? Bin ich jetzt gerade zu weit dahin gekommen oder was? Normalerweise schwenkt der Wagen zu sehr aus, jetzt ist er irgendwie zu weit dahin gekommen scheinbar, I don't know. Bin gerade scheinbar gerade bei einem Schild hängen geblieben oder so. Ach, ey, nimm mir nicht hin, ey. Immer ist irgendwas mit den Dingern. Neun Prozent Schaden beim Auflieger, ey. Aber wenigstens immer noch nur 1% Schaden bei der Fracht. Wobei, das ist persönlich auch relativ egal, weil das Problem ist, sobald du 1% Schaden hast, kommt es nicht mehr auf den Prozentwert an, den man sieht, also nicht mehr dieses 1% oder 2%, sondern es kommt auch auf die erste Dezimalstelle an. Das heißt, wenn du laut dem Ding 0% Schaden hast, dann ist es egal, ob du 0,9% Schaden hast, dadurch, dass du laut dem Ding immer noch 0% Schaden hast, bekommst du keine Strafe. Sobald du aber 1% Schaden hast, kann es sein, dass wenn da eine 1 steht, du intern 1,9% Schaden hast. Und dann kriegst du aber auch für die 1,9% Strafe. Also Abzüge. Bitte links halten. Was ein bisschen komisch ist, aber ist halt so. Der eine Pfeil ist gerade verschwunden. Kurz bevor wir drüber gefahren sind. Bitte links.
Ja, aber so ist eigentlich relativ gut, ne? Jetzt fängt gerade an zu dämmern und wir müssen aber auch gleich ins Bett. Also, ist ja auch Bombe diesmal. Passt ja richtig gut hier. Na gut, wir haben nur 3 Stunden, aber trotzdem ist halt bloß ein bisschen Nachtfahrt. Und dann können wir direkt pennen gehen. Geil. Ja, von der Baller hat sich alle wirklich mal pennen gehen wahrscheinlich. Sollte passen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na, schon mal, mal schauen, wenn kurz später vielleicht noch eine zweite Tankstelle kommt oder sowas. Doch, okay, gut, dann nehmen wir die hier. Gut, dann kurz dahinter kommt direkt noch eine. Das ist natürlich sehr praktisch. Wobei die hier geräumiger aussieht. Das ist wieder so eine, wie wir die letzten Male immer hatten. Das ist aber eine größere, weiträumigere. Gut, dann lassen wir die da auf jeden Fall erstmal beiseite. Weil ich meine, wir haben jetzt noch 12 Stunden Reststrecke. Also sollten wir also auch schaffen, wenn wir jetzt hier pennen würden, ne? Weil da ist ja immer noch ein bisschen Reserve drin für den Fall, dass man etwas langsamer fährt und sowas alles. Das heißt, wir sollten es noch schaffen. Aber ich möchte jetzt nicht beim Ziel ankommen und dann keinerlei Schlafmöglichkeiten, also völlig übermüdet sein, für den Fall, dass wir dann keine Schlafmöglichkeiten finden. Deswegen, wir lassen hier einfach, wir fahren erstmal hier erstmal normal weiter. By the way, viel zu schnell.
geradeaus. Ich dachte, hier bei diesen Dingern ist immer 50er-Zone. Das ist echt mal gemütlich. Ja, aber gerade auch um die Kurve geprellert kam, Alter. Also ein echter Mitrescher will ich so schnell hier fahren. Vor allem dadurch, dass die Dinger auch noch im echten, auch hinten lenken, wenn er so schon um die Kurve gefahren wäre, bei dem Radius, der wäre hinten komplett ausgebrochen. Ach schön, gerade mal 9 Uhr. Wir werden jetzt die ganze Zeit am Tage fahren. Sehr gut. Ach, hier sind wir schon wieder. Diese Stelle fällt mir jedes Mal auf. Weil ich mich hier einmal hier komplett umgeguckt habe. Bei dem Staudamm hier. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich glaube ja. Bist du? Es ist nämlich dieser eine Staudamm und direkt dahinter jetzt hier diese beiden Kreisverkehre. Und vor allen Dingen auch die gesamte Hügellandschaft.
ist sehr nicht regenerativ, einprägsam. Wir nennen es einfach mal einprägsam. Noch 600 Kilometer. Ich weiß zwar nicht, ob wir das in dem Erfolg jetzt schaffen werden, aber mal schauen. Obwohl. Na ne. Dürften wir nicht schaffen. Lächerliche 2000 Euro. Das ist ja gar nichts. 2000 Euro, die piss ich. Bitte links halten. Ich glaube, bei der Stelle hier hat er immer Fotos gemacht. Das war die Brücke, wo ich meine allerersten LKW-Fotos gemacht hatte. Leider im Nachhinein schwer rauszufinden. Aber es müsste die Brücke gewesen sein. Die Folge jetzt mal sein. Mal ganz kurz gucken hier. Nein. Dokumente, Eurotruck, Picture. So, ja, gut, das war es natürlich. War das die Brücke? Also, bitte gar nicht. Warte kurz. So, genau. Die Brücke hier. Das müsste die Brücke gewesen sein. Leider hat man hier relativ wenig Orientierungsmodul. Mal gucken, ob die Baumpositionen übereinstimmen. Aber ich glaube, das wird nichts bringen, weil dadurch, dass es ein Preset ist, dürften die Bäume bei allen anderen gleichen Kreuzungen gleich aussehen. Die haben meine ersten Fotos gemacht. Nice, nice. Gut, das soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns interessant. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, weiterfahren. Bis dann.